Wir sind auf einem Kurzweg unterwegs an den Schwelochsee und ich nehme euch einfach mit. Also bleibt unbedingt dran. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Ich verbringe jedes Jahr mit meinen Eltern zusammen Pfingsten auf dem Campingplatz am Schwelochsee, genauer gesagt in Zaue. Und das ist das erste Mal, dass ich euch jetzt mitnehme. Ich bin sehr gespannt, das ist mein erstes Travel-Video mit Stimme und Gesicht. Das allererste war ja wirklich nur musikbetont und mit einfachen Bildern und Videos. Von daher bin ich sehr gespannt, wie es euch gefällt. Wir sind jetzt unterwegs, ungefähr eine Viertelstunde, waren nochmal einkaufen. Hundi ist auch mit dabei. Okay, also dann bis später. Ich melde mich bestimmt zwischendurch nochmal. So, jetzt sind es nur noch 2 Minuten. Ich melde mich dann nach dem Check-in nochmal, wenn wir einen schönen Platz gefunden haben, und zeige euch meinen ersten Überblick vom Campingplatz. Also bis gleich! So, ich hoffe, man versteht mich. Ich habe jetzt mal das Mikro ausgelassen. Wir sind jetzt angekommen, haben unsere Plane, unser Vorzelt aufgebaut, haben uns schon was Leckeres zu essen geholt. Ich sag's mal. Einmal Pommes. Und ja, ein bisschen was Allgemeines vielleicht noch. Also ich verbringe schon seit Jahren Pfingsten hier am Schwelochsee mit meiner Familie. Anfangs noch mit unserem Quäker Ero. Ich blende ihn euch da mal ein. Den haben wir ja vor ein paar Jahren verkauft, um uns unseren Van auszubauen. Weil wir einfach gemerkt haben, dass das mehr was für uns ist. Ja, meine Eltern kommen morgen und meine Schwester mit ihrer kleinen Tochter auch. Also hier wird dann richtig Bambule sein. Und ich freue mich schon. Heute werden wir nichts weiter mehr machen, nur noch ein chilligen, ein bisschen rumgammeln. Falls noch was passiert, nehme ich euch natürlich mit. Leute, wir haben noch einen kleinen Spaziergang gewagt. Es ist heute total stürmisch. Ich will euch mal das Wasser zeigen. Es ist unglaublich. Es ist so windig. Ich habe zwar den Puschel dran, aber ich bin gespannt, wie sich es dann anhört. Ich zeige euch mal das Wasser. Ich bin jetzt mal auf dem Weg zur FKK-Badestelle und da kann man das Wasser noch besser sehen. Es ist wirklich unglaublich stürmisch hier vorne. Davon bekommen wir aber unseren Platz überhaupt gar nichts mit. So, angekommen am FKK. Wir haben auch einen schönen kleinen Strand. Hey.
Hey, die Wellen sind schon heftig. Ihr könnt ja denken, ja, man ist an der Ostsee, ey. Aber sieht schön aus. Schaut mal. So, jetzt sind wir gleich am Hauptstrand. Hier liegen überall die Boote, auch vom Campingplatz. Also kann man direkt mal Boot anreisen. So, bin jetzt angekommen am Hauptstrand. Hier ist der Wind wieder ganz schön doll. Also je nachdem immer, wo man gerade lang läuft. Aber ich zeige euch. Da hinten kann man auch in die Sauna gehen. Das ist eine Seesauna. Und SUVs kann man auch ausleihen. Ja, hier kann man ganz easy ein SUP sich ausleihen, indem man diesen QR-Code hier scannt. Bezahlt und dann öffnet sich das Fach und man kann SUP fahren. Ja. Der Campingplatz bietet auch noch mehr. Hier sind noch ganz, ganz viele tolle Bungalows, die man sich mieten kann. Schönen guten Morgen zusammen. Ich bin schon wach. Es ist jetzt 7.02 Uhr. Wie ihr gesehen habt, war ich mich schon frisch machen und habe mir jetzt schon einen Kaffee gemacht, der irgendwie ein bisschen in die Hose gegangen ist. Also mit diesem Instant-Kaffee habe ich überhaupt noch gar keine Erfahrung. Muss ich mich noch ein bisschen rantasten, denn mein Partner schläft noch und ich wollte jetzt die Bialetti nicht starten. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen rumsitzen. Mein Spikey ist auch schon mit draußen und dann schauen wir mal, was der Tag so bringt. Meine Eltern starten so gegen um 9. Die, hier ist ein Hummel, die müssten so um 10, halb 11 kommen. Und dann ist ja erstmal Bambule. Wir haben schon ein bisschen was abgesperrt. Ich werde euch das jetzt mal zeigen. Falls ihr euch fragt, was der da macht. Der hat so ein Kuscheltier, der Björn von Ikea. Vielleicht kennt ihn jemand. An dem nuckelt er stundenlang, einfach zur Beruhigung. Spikey, sag mal guten Morgen. Hallo. Ja, also hier seht ihr die Hängematte zur Absperrung. Und da haben wir noch so ein rotes Band gezogen. Meine Eltern werden dann hier reinfahren mit ihrem Wohnwagen und sich hier genau gegenüber hinstellen. Und meine Schwester mit dem Zelt müssen wir dann mal gucken, wo wir die unterkriegen. Sollte aber auch funktionieren. Ja, genau. Ansonsten ist hier noch alles ruhig, alle schlafen. Ich melde mich dann später nochmal.
So, jetzt wird hier das Pop-up-Zelt aufgepoppt. Hast du vielleicht die Beschreibung gelesen? Ja, habe ich die ganze Nacht studiert. Gut. Jetzt geht's auf. Ach, alle sind fleißig am Arbeiten. Werf! Das ist ein schön groß. Ja. Das ist 4 Personen. Das Zelt ist aufgebaut. Meine Schwester holt gerade Mittagessen im Restaurant. Ich koche mir hier was Schönes. Kartoffeln mit Quark. Und dann schauen wir mal, was noch so geht. Wir werden bestimmt mal ans Wasser gehen, oder? Ja, am Nachmittag. Ja, gut. Supi. Ja, gucken wir mal schon. Wir lümmeln jetzt alle noch ein bisschen, nachdem wir Mittag gegessen haben. Und dann wollen wir mal an den Strand gehen. Einen schönen guten Morgen zusammen. Wir haben jetzt schon schön gefrühstückt und wollen dann später noch an den Strand gehen. Heute ist der Wind nicht so doll. Wir haben gerade noch von meiner Schwester das Zelt ein bisschen regensicher gemacht, falls die Nacht doch Regen kommt. Und ansonsten lassen wir uns einfach mal treiben. Ich werde mich später melden, wenn noch was Schönes passiert. Heute gibt es mal Burger zum Mittag, auf unsere eigene Art und Weise. Ich habe es ja gerade schon ein bisschen gezeigt. Wetter ist heute ein bisschen durchwachsen, ist aber nicht schlimm, ist heute mal nicht so warm. Das haben sie bei der Bulette abgeguckt. Amelie? Oh, meine kleine Nichte hat geangelt. Oh, wow. Toll. Oh. Schau mal. Oh, jetzt die Angel weg. Ja, du? Ah. Heute sind wir mal essen im Restaurant. Sehr zu empfehlen, die sind total nett hier. Auch flexibel, was Essenswünsche angeht.
Ich werde noch gar nicht gemeldet. Wir hatten heute den ganzen Tag Regen. Immer mal wieder. Haben teilweise im Van gesessen. Dann sind wir wieder raus, haben unsere Wäsche wieder rausgehangen. Jetzt kommt gerade die Sonne raus und heute haben wir uns dazu entschlossen, mal ein bisschen zu grillen. Morgen ist schon Abreise, aber wir bleiben morgen auch noch ungefähr bis Mittag. Morgen soll wieder schönes Wetter werden. Heute werden wir mal unseren neuen Grill ausprobieren. Hat super Packmaß. Wenn er überzeugt, dann mache ich auf jeden Fall mal einen Link in die Beschreibung. Einen schönen guten Morgen. Der letzte Tag, der Abreisetag ist angebrochen. Alle packen, also ich meine wirklich alle. Ich habe gerade schon mal ein kurzes Video gebracht. Der ganze Zeltplatz packt quasi zusammen. Morgen ist Dienstag, heute ist Pfingstmontag und ich denke mal 99% der Camper hier werden heute abreisen. So auch wir, aber wir lassen uns Zeit. Ich denke mal heute Nachmittag wird es erst losgehen. Haben schon ein bisschen was eingepackt, sauber gemacht, aber machen ganz gechillt, weil wir nicht unbedingt mit allen anderen abreisen wollen. Das könnte nämlich zu Stau führen. Ich guck mal, dass ich vielleicht noch ein paar schöne Bilder eingefangen bekomme. Vielleicht fahren wir auch noch mal, laufen vielleicht noch mal an den Strand und guck mal, wie das Wasser heute ist. Gestern hat es ziemlich viel geregnet, wie ich schon gesagt habe. Immer wieder, sogar auch mit Gewitter und ja, haben hier den Tag verbracht, am Abend dann noch schön Karten gespielt, war auch ordentlich Musik noch bis ca. 1 Uhr, also ich denke mal, die haben alle gestern noch mal Reste trinken gemacht hier. ja, und dann geht es auch schon nach Hause. Ich melde mich aber auf jeden Fall noch mal später dann. Ja, so leer der Platz. So, das Sanitärgebäude werde ich natürlich auch nochmal zeigen. Ist das, was die meisten immer interessiert. Wie sehen die Toiletten aus? Also sind ganz ordentlich, auch ausreichend. Das sind die Duschräume. Es funktioniert alles mit einem Chip, der mit Geld aufgeladen ist, den man dann abduschen kann. Hier an der Seite gibt es Familienbäder, 5 Stück. Da war ich aber noch nicht drin. Die kann man sich aber irgendwie vorne an der Information buchen und hat dann ein richtiges großes Familienbad. Wäsche waschen funktioniert auch. 2 Waschmaschinen und Trockner. Und hier sind die Abwaschstationen zum Abwaschen. Also alles da, was man braucht. Und wirklich sauber. Also 2-mal am Tag wird gereinigt und auch ordentlich. Finde ich super. Hüpfburg für die Kinder gibt es auch. Wippen, schaukeln. Haben sie letztes Jahr alles neu gemacht hier. Sieht doch echt schick aus.
Hier gibt es eine Bücherzelle zum Büchertauschen. Hier unten kann man schon den Spielhochsee sehen. Und das ist der Weg zum Strand. Man hat ja auch die Möglichkeit, sich vorne relativ nah ans Wasser zu stellen. Ist natürlich begrenzt und gerade jetzt über Pfingsten eigentlich unmöglich, da einen Platz zu bekommen. Aber theoretisch kann man da unten auch am Wasser stehen. Wir sind froh, dass wir es nicht gemacht haben, weil die ersten Tage war es so stürmisch. Da hätten wir in unserem Van echt keinen Spaß gehabt. Jetzt gucken wir mal, ob da sehr viel los ist, ob ich da ein bisschen was filmen kann. Also das wird doch leider nicht so mit filmen. Hier sind einfach zu viele Kinder und Familien. Aber ich guck mal, vielleicht kann man ja noch ans Wasser ran. Also hier unten kann man sich auch hinstellen. Wirklich auch schöne Stellplätze. Genau, hier ist die Slipanlage. Mein Papa sagt aber, hier gibt es keine Slipanlage. Hier ist die Slipanlage für die Boote. Wirklich wunderschön. Man kann hier komplett am Schwelowsee richtig schön spazieren gehen. Man hat immer wieder die Abzweige zum Campingplatz. Was bei dir, Zimmer? Hat es dir gefallen? Mhm. War das schön hier? Ich glaube, es bei dir hat's gefallen, ne? Hat es gefallen? So, wie man sieht, ist der ganze Platz hier jetzt mittlerweile so gut wie ausgestorben. Das ist richtig heftig. Also in der letzten Stunde sind die jetzt alle abgereist hier. Wir essen noch schön Mittag, haben aber auch schon abgebaut. Und dann geht's zurück. Das hier ist die Information und Anmeldung. Und wir gehen uns jetzt quasi abmelden, unsere Schrankenkarte abgeben. Und unseren Duschchip, denn da ist Pfand drauf und den holen wir uns natürlich wieder. Ja, ich hoffe, mein kleines Urlaubsvideo hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was auch vom Platz zeigen. Falls der ein oder andere vorhat, hier wirklich auch mal ein paar Tage zu stehen, kann ich wirklich empfehlen, egal ob mit Familie, alleine oder mit Hunden. Ist alles gar kein Problem. Sanitäranlagen sind super. Man kann viel unternehmen, man kann Radfahren, man kann viel spazieren gehen. Ja, also ist wirklich zu empfehlen. Wir hatten wie jedes Jahr unseren Spaß. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. Schaut gerne bei Instagram vorbei. Und ich freue mich aufs nächste Abenteuer und sage ciao, bis bald.